Die Sims 4 kommt direkt mit weiteren großen News um die Ecke. Neben einem größeren Update mit mehr als 1200 neuen Farbalternativen und neuen Objekten wurden ebenfalls zwei neue Sets fürs Spiel angekündigt, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Direkt einen Tag später, nachdem die Entwickler die nächsten Inhalte für die Sims 4 geteilt haben, wurde ein großes neues Update fürs Spiel veröffentlicht, das hauptsächlich den Bau- und Erstelle eines Sim-Modus betroffen hat. Ich lag mit meiner Annahme richtig, dass die Entwickler neue Farbalternativen für viele Objekte ins Spiel integrieren wollen. Insgesamt 149 Objekte aus dem Basisspiel wurden mit mehr als 1200 Farbalternativen erweitert. Besonders Objekte, die hier nur wenige oder sogar gar keine Farbalternativen hatten, passen jetzt viel besser in die Wohnung der Sims. Hier seht ihr die neuen Farbalternativen. Alle mit einem grünen Punkt gab es vor dem Update noch nicht im Spiel. Zusammengefasst gibt es viele neue Farben für Holzmöbel sowie andere Deko-Objekte. Auch viele Pflanzen haben eine Menge neuer Blumenfarben erhalten. Ansonsten wurden alle 64 Fenster aus dem Basisspiel, die oftmals nur in Weiß zur Auswahl standen, mit vielen verschiedenen Farbkombinationen erweitert. Ein persönliches Highlight für mich sind aber die zwei verschiedenen Küchenmöbelsets, die an sich mega schön waren, ich oft aber leider wegen den wenigen nutzbaren Farben ignoriert habe. Diese stehen jetzt in jeweils 7 und 13 mehr Farben bereit, eine längst überfällige Neuerung, wie ich finde. Das ist aber nicht die einzige größere Neuerung. Im Erstelle eines Sim-Modus gibt es zwar keine neuen Farbalternativen, dafür aber einige neue Objekte. So können sich eure Sims über insgesamt 3 komplett neue Frisuren freuen. Einmal diese Langhaarfrisur für Frauen und diesen Mittelscheitel für Männer, sowie diese kurzen, lockigen Haare für Männer. Zwei Frisuren davon stehen ebenfalls für die Kinder und Kleinkinder bereit. Weiter können wir uns über diesen neuen Turban in insgesamt 6 verschiedenen Farben freuen. Ansonsten steht noch dieser neue Lungi bereit. Für alle, die gerne neue Gesamtoutfits im Spiel haben, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Direkt 4 neue Outfits wurden hier hinzugefügt, die wahrscheinlich die Vorfreude auf die beiden neuen Sets etwas anheizen sollen. Mehr dazu aber gleich. Zu guter Letzt haben die Entwickler noch dieses Accessoire hinzugefügt, welches in insgesamt 6 verschiedenen Farbalternativen zur Verfügung steht. So viel zu den neuen Erstelle eines Sim-Modus-Objekten. Jetzt aber weiter zu den 2 neuen Sets, die am 5. Oktober für alle Spieler zur Verfügung stehen werden. Das Ancient Style und Fashion Streetwear Set erhalten nur neue Erstelle eines Sim-Modus-Objekte und kosten wie immer 5 Euro. Die Entwickler haben hierzu ebenfalls Produktbeschreibungen und erste Screenshots veröffentlicht, die ich mit euch teilen möchte. Peppe die Alltagskleidung deines Sims mit dem von der Seoul Airport Fashion inspirierten Die Sims Ancient Style Set auf. Traditionelle koreanische Designs werden mit modernen Elementen zu klaren, minimalistischen Looks in gedeckten Farben kombiniert. Kleide dich mit schicken und legeren Kleidungsstücken passend für jeden Anlass ein. Blazer, Mäntel, Jackets und Strickjacken lassen sich perfekt mit Röcken sowie Jogging, Freizeit und anderen Hosen kombinieren. Sneakers oder Absatzstiefel runden das Bild ab. Strukturierte Oversize-Modelle werden mit fließenden Materialien kombiniert, um Kontraste zu setzen. Weite Schnitte und reduzierte Looks wie Hosen mit hochsitzender Taille oder halb eingesteckte Shirts sind Garanten für Bequemlichkeit. Und jetzt zum zweiten Set. Style deine Sims mit dem D-Sims 4 Fashion Street Set mit von der Modemeile von Mumbai inspirierten Kleidungsstücken in traditionellen Designs, lebendigen Farben und kontrastreichen Mustern. In einer dynamischen Kollektion, die jedem Sim Schwung verleiht, werden unwiderstehliche Statement-Pieces mit traditionellen Elementen kombiniert. Die Streetwear, die sich durch farbenfrohe, fließende Stoffe und moderne Schnitte auszeichnet, steht einfach jedem Sim. Jedes Kleidungsstück wirkt für sich, kann aber auch mühelos und stilvoll mit vorhandenen Outfits kombiniert werden. Was wäre ein Outfit ohne Accessoires? Während Armreifen, funkelnde Halsketten und auffällige Ringe als Blickfang dienen, verleihen Sandalen dem Look eine gewisse Lässigkeit. Runde deinen Style mit Henna-Tattoos und lustigen Sonnenbrillen ab. Als letzte kleine Mini-Neuerung wurde das Symbol der Galerie verändert. Nichts sonderlich Bahnbrechendes, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Von was seid ihr mehr begeistert, dem neuen Update oder den Sets? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.